Heiland, bist du gut hergekommen? Ja, ich bin sehr gut hergekommen, sehr gut. Alles gut soweit. Du kommst mehr oder weniger frisch aus dem Trainingslager. Genau, wir sind gestern zurückgeflogen aus Belek. Genau im gleichen Trainingslager wie der FC Schalke 04. Und ja, jetzt freue ich mich, hier zu sein. Wie war das Trainingslager? Anstrengend? Ja, sehr anstrengend. Ja, mehr oder weniger neuen Trainer, neue Voraussetzungen und ja, sehr anstrengend. Bisschen Verletzungspech gehabt bei dir diese Saison, ne? Ja, ich habe mir leider das Syndesmoseband gerissen. Wie spricht man das richtig aus? Syndesmoseband. Ah ja, das lerne ich irgendwann. ja, ich bin jetzt seit 3 Monaten raus. Ich wurde operiert. Ja, aber jetzt geht's wieder am Ball und ich hoffe, dass ich so in 1-2 Wochen wieder voll durchstarten kann. Also bist du auf dem Weg der Besserung, läuft alles wieder? Ja, also es läuft alles wieder und ich peile den Rückrundenstart an und ich hoffe, dass ich beim ersten Spiel dabei bin. Wir haben hier übrigens einen Markus Weinzierl-Ultra sitzen, glaube ich. Großer Fan, definitiv. Also ich bin großer Markus Weinzierl-Fan. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Ich kann es nicht mit dem Fußball begründen, den der spielt. Aber ich finde den Mann einfach sympathisch. Also vor allem auch die Vita ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Insofern, dass der ja hochgejubelt war, kam dann, oh, ich bin mit Ton da. Ja, jetzt ist er da, ja. Ich dachte schon, ich spreche so leise. Und dann ja zu Schalke kam und wie einer von vielen vielversprechenden Trainern dort so ein bisschen gebrochen wurde und dann jetzt so diesen Spannungsbogen als geläuterter Mann jetzt zurückgekehrt, dann FCA nochmal gemacht, jetzt Nürnberg. Also mir gefällt diese Geschichte, die diese Trainerkarriere erzählt, einfach ganz gut. Und wie ist dein erster Eindruck? Kommst du gut mit ihm zurecht? Ja, ich komme gut mit ihm zurecht. Ich habe erst ein Spiel unter ihm gemacht, wo ich mich leider direkt wieder verletzt habe, aber ja, authentischer Mann. Ich komme gut mit ihm zurecht und ich hoffe, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden. Ja, sprichst an, ihr steht aktuell auf Platz 11. Was denkst du, was ist für euch noch drin? Habt ihr intern irgendein Ziel ausgesprochen? Ja, aber das muss leider auch intern bleiben. Schade. Ja, aber wir wollen einfach eine gute Rückrunde spielen. Ich glaube, in dieser Liga ist alles möglich. Da ist jedes Spiel oder so gut wie jedes Spiel 50-50. Und ja, wir haben viel im Ausdauerbereich gearbeitet. Ich glaube, das wurde auch von uns verlangt. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt gut in die Rückrunde starten, die guten ersten Spiele machen, im DFB-Pokal noch gut spielen und dann, ja, soll es so weitergehen. Und ich hoffe, dass wir dann eine gute Rückrunde spielen. Du bist ja aktuell auf einem guten Schnitt. Ich glaube, 4 Spiele, 2 Tore. Ja, DFB-Pokal macht Spaß. In der Liga jetzt auch. Aber ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommen wird. Jetzt muss ich irgendwie eine gute Überleitung zu Transfers finden. Wechseln wirst du nicht, oder? Nein, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, sagt er. Wir sprechen als ersten Themenabschnitt über die nationalen und internationalen Transfers. Thailand Duman, sehr wahrscheinlich hofft er selbst nicht dabei. Wer kommt, wer geht? Der Transfermarkt ist endlich wieder geöffnet. Die Bundesligisten zeigen sich sparsam, müssen aufgrund auslaufender Verträge aber auch um Topstars bangen. Wer hat clever eingekauft oder verkauft und wer verzockt sich? Das und mehr jetzt bei Ed Broski. Ja, ja. Wir wollen ein bisschen über die Wintertransfers reden. Es ist ein sehr aufgeblähtes Transferfenster. Nach der Weltmeisterschaftspause ist dann bei einigen Vereinen doch noch die ein oder andere Geldbörse vielleicht ein bisschen locker geworden. Ich möchte einfach mal in die Runde fragen, habt einer von euch einen Wintertransfer bis jetzt, der euch am meisten beeindruckt hat, den ihr am spannendsten findet? Ich finde schon, wenn ich starten kann, also der Ronaldo-Transfer, ich fand es jetzt ein bisschen unfair zu sagen, verzockt, weil wenn wir nur auf die Kohle achten, ich glaube, der kann uns mit dem Stundengehalt wahrscheinlich hier alle ausfüttern. Also das ist schon ein Transfer, der mich irgendwie beeindruckt hat, aber auch weil man da so herrlich drüber diskutieren kann, ob er vielleicht auch in eine falsche Richtung gegangen ist, ob er sich verzockt hat. Darüber kann man ja durchaus sprechen, weil es ja fast alle Vereine auch in der Champions League waren, denen er angeboten wurde. Aber das ist schon insgesamt ein Transfer, den ich sehr, sehr überraschend finde und auch gespannt bin, was er da drüben reißen wird. Prinzipielle Zustimmung, dass Ronaldo sich verzockt hat oder vielleicht doch den falschen Weg eingeschlagen ist? Ja, also es ist natürlich eine Entscheidung gewesen, die im ersten Moment natürlich bei allen irgendwie die Augenbrauen nach oben gezogen hat. Letzten Sommer hat dann Al-Hilal, glaube ich, hat ein Angebot schon abgegeben mit brutalen Zahlen. Da hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Jetzt auf einmal macht das, Kehrtwende. Aufgrund dessen, dass er jetzt auch die Realität wirklich ins Auge blicken muss. Und es gab ja dann auch den Streit mit seinem Berater, beziehungsweise dann auch die Trennung. Das sagt ja schon viel aus. Und jetzt denkt er einfach anders, jetzt denkt er Business.
Ja, Fußball, okay, es ist klar, die Karriere hier in Europa ist dann auch vorbei. Aber jetzt geht es ums brutale Geschäft, jetzt geht es um Marketing, jetzt geht es um die Kohle und seine Marke noch weiter voranzutreiben. Was genau ist die Realität? Dass er hier vorbei ist. Das sind jetzt wirklich seine Zahlen, die bleiben für immer. Und das wird nicht verbessert. Da gibt es kein Tor nochmal drauf. Also ich glaube jetzt nicht, dass er nochmal irgendwie diesen Halbjahresvertrag bei irgendeinem Champions-League-Verein nochmal bekommt in ein, zwei Jahren, sondern das Thema ist jetzt durch und er bringt jetzt einfach nochmal etwas mehr Euro auf sein Konto. Es geht auch um Bestätigung. Es ist ein Spieler, der hat sein Leben lang Bestätigung erfahren und bekommen und er lechzt danach. Und jetzt hat er es auf einmal seit geraumer Zeit nicht mehr bekommen und hat vor allem auch gemerkt, die wollen mich gar nicht mehr hier in Europa teilweise. Die sind ja, an die Türklinke, haben gefragt, hey, wie sieht's aus? Ich habe CR7 für euch. Muss nicht unbedingt sein. Also was macht man dann, wenn man Bestätigung nicht bekommt? Es gibt noch einen Weg, Bestätigung zu bekommen und das ist halt dann 2-0-0. Und er ist ein besonderer Spieler. Nach wie vor, er war vor allem auch ein besonderer Spieler und er sagt von sich selbst, ich bin ein besonderer Fußballer und jetzt habe ich einen besonderen Vertrag. Und der wird wahrscheinlich auch erstmal so, mal gucken, was Messi macht, wahrscheinlich, hoffentlich nicht den gleichen Weg, aber ich denke, der bleibt jetzt erstmal in Stein gemeißelt. Ich glaube, wenn du Cristiano Ronaldo bist, gibt es Dinge, die du in der Theorie machen kannst, aber in der Praxis dich nicht umsetzen lassen, auch was das eigene Selbstverständnis von ihm angeht. Weil in der Theorie, glaube ich, hätte es ja sein können, ich verzichte auf ordentlich Geld, nehme einen geringen Vertrag an, akzeptiere vielleicht bei einem Champions-League-Club nicht erste Wahl zu sein, da als Joker zu fungieren, aber das passt ja null rein in das Selbstverständnis und die Idee von Ronaldo, die ja über Jahre kultiviert worden ist. Das heißt, ich glaube, so ein bisschen waren ihm auch die Hände gebunden in dem, was er machen konnte, ohne jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen Gesicht zu verlieren, einfach aufgrund der Standards, die er über all die Jahre selber für sich gesetzt hat. Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich. Vor allem hast du ja genau diese Rolle jetzt gesehen in Portugal, dass er eben nicht funktioniert hat. Er war ja genau dieser Spieler und die Situation, wie er dann für sich diesen Kopfball unbedingt, ja, ich war dran. Ganz ehrlich, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig? Ihm ist es wichtig. Und da merkst du dann halt, dass dieses ganze Mannschaftsklima, das haben auch die beiden Hebelbrüder super in ihrem Podcast schon vor der WM gesagt, die haben ja alle Premier League-Legionäre eben ja, kurz analysiert und meinten, es würde sich schon sehr wundern, wenn Portugal mit diesem Ronaldo gerade weit kommen würde. Und ich fand, dieses Spiel war dann eigentlich ausschlaggebend. Du hast gemerkt, während des ganzen Turniers schon, sie wussten gar nicht, sollen sie Ronaldo so anspielen wie früher oder ist doch Bruno Fernandes momentan der Go-To-Guy? Und diese Szene dann mit diesem Kopfballtor war dann eigentlich dann so für mich das Ende für Portugal in dieser WM. Ja, das Schwierigste ist halt zu akzeptieren, dass man die Leistung, die man über so lange Zeit gebracht hat, nicht mehr leisten kann. Das sich selber einzugestehen, es reicht nicht mehr auf diesem ganz, ganz hohen Niveau zu spielen. Das ist wahnsinnig schwierig und vor allem, wenn du dann so konstruiert bist wie Cristiano Ronaldo, der ja vor Ehrgeiz fast zerfressen ist, aber in einer positiven Art. Deswegen hat er ja auch diese ganzen Rekorde schaffen können und hat diese Wahnsinnszahlen aufgestellt. Aber selber dann zu akzeptieren, hey, das reicht halt nimmer, das ist wahnsinnig schwierig, wenn man zum Ende seiner Karriere hinkommt. Und dafür, muss ich sagen, hat er dann einen guten Vertrag unterschrieben. Ja. Thailand hat den Vertrag auch angenommen. Vermutlich ja. Also ich sehe das nahezu identisch. Ich glaube einfach, dass das letzte halbe Jahr für ihn extrem frustrierend war. Ich glaube, das hat angefangen schon, dass er zu spät kam zur Vorbereitung und für ihn war es eben, er hat es für selbstverständlich gesehen, dass er spielt bei Manchester United und mit dem neuen Trainer war es eben nicht so. Aber ich fand es auch mal schön, dass ich bin ein absoluter Ronaldo-Fan, seitdem ich klein bin. Es ist für mich unfassbar, wie man über ein Jahrzehnt oder mehr als ein Jahrzehnt solche Leistungen bringen kann. Mhm. Aber ich finde es auch mal schön zu sehen, dass wirklich so ein Spieler auch ja, ein bisschen angreifbar ist oder ohne Selbstbewusstsein auch nicht die Top-Leistung bringt. Auch weil er ins Alter gekommen ist, aber auch einfach, es reicht einfach nicht mehr. Premier League ist, glaube ich, mit das die athletischste Liga und es ist einfach traurig zwar als Ronaldo-Fan zu sehen, dass das nicht mehr reicht, aber ich finde es auch irgendwo gut, dass, oder irgendwo schön, dass er
noch eine menschliche Seite hat, also dass er noch menschlich ist. Und deswegen hat man beide Seiten sehen können letztes Jahr.